Tag 143, heute mal kein Zeitsprung. Wir sind schon dabei, ein bisschen einzuräumen, bevor wir den Laden gleich aufmachen. Denn, bevor wir ihn aufmachen, dann können Sie hier in Ruhe das erstmal alles in die Regale reinräumen und danach können wir hier weiter aussortieren und einsortieren. Das ist ja unser großes Ziel, dass wir so langsam die lilanen Pakete wegbekommen, ne? Und dann dementsprechend woanders weitermachen. Wo ist denn mein Karton jetzt hin? Gib mir den mal bitte. Und gib mir die mal bitte. Genau wie die. Lass mal schnell schon mal auffüllen. Zack, dass hier keiner mehr was anderes reinschmeißt. Ganz wichtig. So, mein Ziel wäre jetzt endlich mal wieder die 50.000 Euro zu knacken an Umsatz. Mal gucken, ob das funktioniert. Oh, hier kriegen wir doch noch gut was rein. Jo, Box ist leer, perfekt. Zack, und weg mit dir. Dann noch den Spaß von draußen holen, dann können wir den Laden gleich ausschließen. Dann können sie kaufen, die Leute. Kaufen. Wir können jetzt aufmachen. Komm her, machen wir jetzt auf. Kommt rein in den Laden, hier werdet ihr gereinigt. Eure Seele wird gereinigt. Von eurem Geruch. Ganz, ganz wichtig. Und dann könnt ihr kaufen, Leute. Das ist die Devise. Wir müssen natürlich auch noch die ganzen lila Pakete wegkriegen. Ne? Wir haben echt viele noch. Aber nun gut. Es ist, wie es ist. Zack. Machen schon mal das Licht an. Ja? Wieso? Auf Kosten achten. Müssen wir ja gar nicht. Juckt uns ja alles nicht. Stell mal vor, du hast diese Mucke den ganzen Tag bei der Arbeit. Boah. Das wäre übel. Ich glaube, da würde ich kaputt gehen. Achso. Das sind Booster Packs. So, davon haben wir jetzt auch schon mal ein paar. Können wir zwischendurch wahrscheinlich nochmal welche einräumen? Oh, hab da schon eingeräumt, sehr schön. Welche einräumen. So, können wir nochmal gucken, ob wir irgendwo was leer machen können. Das hier zum Beispiel. Und direkt. Nee, geh weg. So nicht, mein Freund. Wir versuchen das hier gleich voll zu kriegen. Achso. Ich bin schneller. Ich kann darüber springen. Ey, jetzt warst du mal schneller, ne? Box ist leer, perfekt. Optimal. Ja, kauf die Lilanen auf. Wir können uns weiterhin die Roten, dass wir das alles nach und nach austauschen. Ab 65 gibt es ja die roten Booster-Pakete, die großen. Und ab 70, was noch sehr lange dauert, die großen von den anderen. Was können wir jetzt in der Zeit machen? Das haben wir alles gekauft. Das können wir uns jetzt noch gönnen. Fehlt nur noch ab 65 die letzte Erweiterung des zweiten Ladens. Ich weiß nicht wofür. Meine Kisten sind umgekippt. Nein, nicht so schlimm. Tja. Ich frag mich halt nur, wie es jetzt noch, was wir noch so machen können. Wir könnten natürlich einiges freischalten lassen. Wir könnten hier noch eine Karte verkaufen. Wollen wir probieren, diese eine zu verkaufen? Das müsste es sein, ne? Diese eine 10.000 Euro Karte. Also wir machen sie bei 10.000. So. Mal gucken, ob sie weggeht. Ist noch ein Achievement, was ich unbedingt weghaben will. Wir haben dadurch leider ein bisschen Verlust jetzt bei den Verkäufen. Oh, wieder was leer machen. Sehr geil. Weg. So. Dun 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 dun.
Ja, erster. Die Box ist leer. Wunderbar. Karte steht immer noch da. Ich will sie halt einfach verkaufen, so eine 10.000 Euro Karte. Lass einfach mal ganz kurz was öffnen. Einfach mal just for fun wieder. Das wird ja ziemlich wenig in nächster Zeit. Gibt's auch noch ein Achievement? Öffne 50.000 Booster-Pakete, keine Ahnung was. Waren wir auf einem guten Weg dahin. Ist aber super langweilig. Und ich möchte den Tag natürlich nicht nur damit überbrücken. Mal gucken. So ein Tisch, wo du eine Karte ausstellen könntest, das wäre geil. Oh, sie ist weg. Da kam das Achievement. Ja Leute, das Ding packen wir ein, ne? Geil. Achievement erledigt. Sehr cool. So, wir machen doch am besten einfach mal... Ah nee, da ist mein Karton. So. Blub. Wir machen weiter mit unserer Übung. Um die lilanen Pakete nach und nach hier wegzukriegen. Aber das wird jetzt ziemlich schwierig, glaube ich. Ich laufe den ganzen Tag mit so einem Karton rum. Ja. Aber cool, vielleicht knacken wir dann heute ja die 50k mal wieder. Was hast du gekauft? Irgendwas, was ich gebrauchen könnte? Ja, ja. Steht jetzt eigentlich welche draußen rum, die nichts zu tun haben oder was? Nö, sind alle eigentlich beschäftigt, ne? Unsere Mitarbeiter sind gut dabei, direkt wieder alles aufzufüllen, was gekauft wird. Und ich natürlich auch. Oh, hier. Sehr schön. Machen wir die nächste Reihe weg. Weg. Zack. Warum willst du nichts kaufen? Doch schöne Ware hier. Voll. Springen wir hier nur noch rum. Zack. Wieder voll. Booster-Packs, Leute, gehen auch. Könnt ihr auch kaufen. Natürlich, selbstverständlich könnt ihr die kaufen. Sollten wir vielleicht auch gleich nachkaufen, weil nicht mehr ganz so viele da sind. Aber erstmal machen wir den Karton leer. Wunderbar. 250.000, fast geknackt. Wir haben die 10.000 Euro gerade verkauft. Das Achievement haben wir auch weg. Das ist ein Träumchen. Warum kaufst du nichts? Nur davor stellen und gucken ist nicht so geil, mein Freund. Du genauso. Ich beobachte dich. Ich beobachte dich, mein Freund. Ja. Ja. Das ist leer. Licht habe ich an, naja. Ein paar Booster. 20 Pakete sind vollkommen fein. Hier holen wir auch nochmal 20. Dann können die das nebenbei einfach schon mal verwalten. Und wir kümmern uns weiter darum, rote Pakete hier dementsprechend einzusortieren. Das war knapp, glaube ich. Und geh weg, geh weg, geh weg. Ich hab's gesehen. Da kommen zwei hin. Ich muss den Karton in der Hand halten, weil den sonst jemand anderes nimmt und einfach die Ware ausräumt und den Karton wegwirft.
Deswegen halte ich ihn die ganze Zeit in der Hand, bis er leer ist. Das ist so. Ja, bisschen blöd, aber cool, Box ist leer. Dann helfen wir nochmal kurz mit Ein- und Ausladen. Slip. Eine chillige Mucke, kann das ruhig sein? Da bist du verrückt. Oh. Booster. Ich glaube, bis Level 70 machen wir noch zusammen. Und danach glaube ich, weiß nicht, ob ich irgendwann nochmal einsteige. Aktuell würde ich es eher fast verneinen. Aber mal gucken. Wir können uns dann ja irgendwann nochmal neue Updates angucken, wenn das Spiel noch ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Wir sind ja noch sehr, sehr früh drin. Vorne auf der Timeline, auch bei Escape, siehst du ja, was hier noch alles kommen soll. Also irgendwann sogar mit Spielen und so. Aktuell ist es ja wirklich rein verkaufen. Kaufen, verkaufen, verkaufen. Und wir sind wieder bei 250.000 Euro. Und mit den ganzen Mitarbeitern geht das doch relativ flott hier auch. Oh, ich habe euch was gesehen. Gib mal her. Au. Oh. Ich bin Speedy Gonzales beim Ein- und Ausräumen. Gib mir die nochmal bitte. Oh, diese Box mit einem nur drin, ne? So grauenhaft. Das können dann dementsprechend meine Mitarbeiter auffüllen. Hier wurde was gekauft. Und hier auch. So, haben wir draußen noch was liegen? Ja, auch noch ein kleines bisschen, ne? Ist ja nicht mehr viel. Ah, fast voll die Booster. Das ist schön zu sehen. Oh, alles fertig. Sehr geil. Dann ganz kurz nochmal, bevor wir gleich an Tag 43 Feier machen. Ein Booster-Paket. Oder eine Reihe Booster-Pakete. Aber kein Treffer. Schade eigentlich. Jetzt habe ich gehofft, jetzt habe ich es gesagt, dass vielleicht was Großes kommt, aber. Nur gut, so ist es halt. Guck mal, ja, dann nehmen wir die noch weg. Dann haben wir alles hier auf einer Reihe. Das war zumindest die erste Reihe hier. Schon wieder nur einer drin. Na, ist doch. Super nervig. Jetzt stelle ich selber einen rein. Box ist auch leer. Naja. Dann nehmen wir lieber die. Schon wieder nächster Tag. Wow, hat das einfach hingeworfen und Feierabend gemacht. Das sind mir natürlich die liebsten Mitarbeiter. Am liebsten würde ich dich einfach kündigen. Ah, Box ist leer. Gut, unsere Box müssen wir auch noch leer kriegen. Dann können wir doch mal den Tag erstmal abschließen. 19.000 EP nur? Das ist wenig. Ja, über 50.000, aber nur mit der Karte, ne? Seht ihr, das meine ich. Es geht mal so hoch und runter. Hm.
Naja. Es ist trotzdem noch ein guter Gewinn. Was ich jetzt nochmal machen wollen würde, ist nochmal 20 einzukaufen. Könnt ihr damit schon mal anfangen? Die waren, glaube ich, alle voll. Und dann machen wir einfach den Laden schon mal auf. Ne? So. Habt ihr schon gekauft? Ihr seid noch fleißig dabei, ne? Hoffentlich seid ihr fleißig dabei. Ja, okay. Zwei Stück. Aber es ist schön, wie das alles zueinander greift, alles wieder aufgefüllt wird. Wie gute Beträge rumkommen. Ja, du findest nur noch die Sachen, die hier stehen. Das habe ich dir doch schon ein paar Mal gesagt. Du musst nicht jedes Mal wiederkommen und dich beschweren, damit du ein negatives Kommentar abgeben kannst. Was soll denn das, ey? Ist doch nicht zu fassen. Da. Box ist leer. Geil. Und ja, stellen wir sie erstmal beiseite. Zum Frühstück. Jetzt eine Reihe Boosterpakete. Die erste Karte Bing heißt, ne? Irgendwann wird es klappen, dass wir nochmal was drin haben. So, komm, nehmen wir die noch raus. Jawoll! Entschuldigung, ich wollte dich nicht ansprechen. Arbeite weiter. So, jetzt gerade geht die Lila nicht mehr so gut weg, ne? Aber guck mal an, es wird langsam rot statt lila. Das kann doch rein. Das ist doch aus meiner Sicht auch ein kleiner Erfolg, dass wir so weiterkommen. Wir haben noch eine Menge lila Pakete, ne? Können hier nochmal rüberräumen langsam. Das langsam in die anderen Fächer übergeht. Gib her. Na? Weil dann kann ich auch größere Mengen davon kaufen. Weil wir sie ja benötigen, ne? Komm, lass mal 40 jetzt holen, dann können sie mal richtig die Regale voll machen in der Zeit. Ich kümmere so, mich so ein bisschen um den Laden drumherum, alles so innen drin. Und das können wir noch wegmachen. Flupp. Schön. Und dann kriegen wir die Reihe jetzt einmal komplett mit roten voll. Das ist doch sehr, sehr geil. Das ist ein guter Fortschritt. Gib mir ganz schnell meine Box wieder, bitte. Guck mal, dann können wir doch hier weitermachen. Zack. Kauft, meine lieben Kunden. Kauft, kauft, kauft.
Diese Sonderangebote werden nicht für ewig bestehen. Auch geil, nächste Reihe. Und die ist auch voll, die ist auch wieder voll. Perfekto. Perfekto. Oh mein Gott, das geht jetzt hier aber Schlag auf Schlag. So. Eins. So, der hat gut was weggenommen. Sehr schön. Ist leer, das Ding. Einmal nochmal Booster Packs. Muss ja sein. Jetzt habe ich doch gerade sehr weggeguckt. Verdammt. Oh, das ist okay, 200 Euro. Nee. War keine so High-Level-Karte. So, wie sieht's bei denen hier aus? Der braucht schon wieder 4 neue, der braucht einen neuen. Krass. Der frisst hier aber. Einer geht noch rein. Oh, die haben schon fast alles weggeräumt wieder. Und trotzdem sieht es so löchrig aus. Dann machen wir unseren Job weiter. Gib mir das. Zack, danke. Geil, Box ist leer. Weiter geht der Spaß. Eins. Hört auf, in der Box hier rumzukicken. Wunderbar. Du bist ja schon wieder da. Jetzt beschwerst du dich über was anderes. Du bist mehr ein Kunde. Ein nerviger Kunde, würde ich sagen. Sie kaufen weniger. Ist irgendwas am Preis passiert? 118. Geht leicht wieder hoch. Hau die mal auf 170. Verkaufen wir da mehr davon. Die sind auch noch vollkommen okay. Das ist ganz gut im Rahmen eigentlich. Box ist leer. Ich sehe nichts. Ich habe das Licht nicht angemacht. Rein. Und hier. Oh, wow. Jetzt kommen wir ja voran hier. Ja, ich werde, glaube ich, demnächst jetzt noch mal ein bisschen springen lassen. Dass da einfach noch mal ein bisschen Zeit rumgeht. Sodass wir uns dann an Tag 65 wieder begegnen. Vielleicht sogar auf 70. Ich bin mir noch nicht so sicher, wie ich es am schlauesten mache. Wie gesagt, ich werde mich dann AFK so hinstellen, immer den Laden öffnen, vorher einkaufen etc. Wir kriegen die EP ja nach und nach rein. Ob es jetzt 22.000 sind oder 19.000, das macht den Kohle dann auch nicht fett. Kohle haben wir ohne Ende. Man muss ich mal gucken, wie ich es am schlauesten mache. Vielleicht zwischendurch nochmal umräumen, wenn so lila langsam ausgeht. Mal sehen. Ja.
Kauf. Der mit der Box den ganzen Tag rumläuft. Wieso kauft ihr keine Lila mehr hier? Hier will ich es eigentlich nicht reinmachen. Weil ich hier eigentlich nur noch Lila haben möchte. Vielleicht kriegen wir die. Oh ja, kriegen wir. Gib mal her. Sehr schön, haben wir zumindest. Oh mein Gott. Knappe Nummer. Oh Gott, Entschuldigung. Da werden wir ganz nervös. Das haben wir zumindest erreicht, dass die erste Reihe komplett rot ist. Ich werde gleich wahrscheinlich ohne Ende einkaufen müssen. Ich gebe, glaube ich, einfach mal gleich 100.000 aus oder so. Dass ich da einfach jetzt gleich einen Vorrat habe. Die packen wir schon mal hier hin, damit wir wissen, wo sie es einräumen sollen. Zack, zack. Regalabschnitt ist voll, lügt mich nicht an. Okay, die sind schon relativ voll, ne? Hier geht noch was. Hier, perfekt. Wieder ein Regal leer. Nein, ich will. Geil. Weil die Box lasse ich jetzt erstmal leer. So, und ganz zum Abschluss machen wir es nochmal. Wir probieren unser Glück. Ja. 15 Euro. Bin gespannt, ob wir diesmal ein bisschen mehr EP gemacht haben. Sofort, wenn wir super viel Geld machen gerade. Ich habe es ja vorhin gesehen mit der Karte, wenn ich sie ausgestellt habe, wie viele Leute an diesen Kartentisch gegangen sind. Der war komplett leer, war. Also, da verlierst du dann schon potenzielle Kunden, die hier kaufen können. Was ist denn hier los? Leute. Ich habe da von draußen alles aufgesammelt. Füllt die Regale. Oh, ist gestiegen der Preis. Leicht. Fast 300.000 Euro auf der hohen Kante. Was ist das für ein Einkauf hier? 885. Er macht doch direkt Feierabend, ne? Die ist wenigstens gut, sie bleibt wenigstens noch stehen. Fähige Mitarbeiter zu finden, ist schwierig. Kaufst du noch oder nicht? Ah ne, du grinst nur. Ja. 71 unzufrieden. 24.000 EP ist gut. 47.000 ist auch okay. Da sind wir fast an der 50.000 dran. 28.000 Euro Profit. Sehr geil. Gut.